Markus fährt in die Arbeit, es gibt keine Ausreden. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes und der eine oder andere, der es noch nicht mitgehört hat und nicht gehört hat, ist, ich habe die wahnsinnig tolle Idee gehabt, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Es sind 30 Kilometer, es ist weit, es ist kalt und ich habe noch keine Ausrüstung dafür. Wer die längere Story hören will, schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da sind die alten Videos verlinkt. Heute wollen wir uns mit dem Thema Navigation beschäftigen. Und zwar starten wir in Olching. Wir können einfach mal im Olching Marktplatz starten. Ja, ich werde nicht genau verraten, wo ich wohne, aber so nahezu in dieser Gegend. Und wir müssen fahren nach München, nach Sendling. Und wir wollen sozusagen herausfinden, was ist so der beste Weg ist, in die Arbeit zu fahren. Weil die Challenge ist, ich würde gerne schauen, dass ich einen Weg finde, der ist möglichst ohne Ampeln, ja, um ihn einfach schnell fahren zu können, möglichst ohne Verkehrsteilnehmer. Und das ist in München vielleicht gar nicht so einfach. Was haben wir als Material? Wir hätten also erstmal Start Google Maps. Ja, dann hätte ich mal Komoot, da habe ich schon mal geguckt, da gibt es eine Variante. Dann Strava, weiß ich nicht, habe ich bisher noch keine Erfahrung mit. Vielleicht kann man da auch navigieren, keine Ahnung. Dann hätten wir auf jeden Fall noch das Nürn von Bosch und die Kobi-App, was wahrscheinlich ziemlich gleich sein wird, wir werden sehen. Und dann bin ich auf alle Tipps und Tricks gespannt, wie ihr vielleicht habt. Also vielleicht ist der eine oder andere von euch dabei, der die ähnliche Situation hatte und jetzt über irgendeine App oder irgendeinen krassen Move, keine Ahnung, sozusagen den besten Weg in die Arbeit gefunden hat. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir sozusagen das nacheinander durchmachen, ja, und wirklich seid dafür zu aufgefordert, in die Kommentare unten reinzuschreiben, was aus eurer Sicht der beste Weg ist, sozusagen seinen Arbeitsweg zu navigieren. Ja. Klar ist, wenn wir jetzt einmal den Arbeitsweg haben, dann brauchen wir kein Navi dafür, ja, weil dann wissen wir den und Stau ist ja auch egal. Von daher müssen wir jetzt nicht unbedingt gucken, wo wir langfahren müssen. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen guten Weg. Momentan wäre mein Weg auf die Autobahn, Ausfahrt Leim raus, würde jetzt gerade nicht so funktionieren. Ja. Kann ich vielleicht ein, zwei Mal machen und irgendwann kommt dann eine Nachricht, ne, komischer Fahrradfahrer schon wieder auf der Autobahn A99 Richtung München. Wollen wir nicht. Deswegen brauchen wir einen Weg, den wir mit dem Fahrrad machen können. So, mein Weg wäre sozusagen jetzt von Olching, sagen wir mal Bahnhof, Richtung Hofmannstraße. Richtung Arbeit, kann ich Arbeit machen? Arbeit, so easy. Andersrum, wir starten sozusagen von euch in die Arbeit und jetzt seht ihr, das wird sozusagen mein Autofahrtweg. Also in 32 Minuten, 33 Kilometer. Autobahn. Wie gesagt, Highspeed? Nee, geht auch nicht. Jetzt gucken wir Fahrrad. Und Fahrrad wäre 1 Stunde 20 und das wäre komplett einmal durch die Stadt durch. Also wenn ihr jetzt hier guckt, der fährt hier am Bahnhof los. Das hier geht noch, das ist noch hier eine schöne Strecke am Olchinger See vorbei. Direkt die S-Bahn lang und dann fahre ich durch die Stadt durch und dann habe ich eine Ampel nach der anderen. Ja. Aber es wären nur noch 24 Kilometer, also im Auto wäre sozusagen weiter. Werden wir die wahrscheinlich einfach mal ausprobieren, aber so schaut dieser Weg erstmal nicht so schön aus. Und vor allem sehr städtisch hier durch. Ja, guck mal hier, Würmtal, also da bin ich ja einmal durch die Stadt durchgefahren. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns Komoot an. Und Komoot ist ja den einen oder anderen vielleicht bekannt als eine App, wo man sich andere Touren anschauen kann und nachfahren kann. Ja, aber, Achtung, Basti, es gibt auch eine Planfunktion. Ja, und hier kann ich jetzt planen in die Hofmannstraße, kann es als Ziel definieren und brauche jetzt noch eine Startadresse. Olching Bahnhof. Bahnhofapotheke. Weitere Optionen als zur Tour hinzufügen. So, jetzt habe ich von hier dahin. Ja, wunderbar, passt doch. So, und jetzt müsste ich die Option eigentlich haben hier. Jetzt fährt er schon mal anders. Also er fährt zwar auch. Fährt schon mal anders, also auch sehr städtisch. Aber es gibt die Möglichkeit, jetzt irgendwo hier die Route zu bearbeiten. Jawohl. Und hier kann ich jetzt sagen, was für eine Art von Fahrrad das ist. Und hier kann ich erstmal angeben E-Bike. Jetzt kriege ich neue
optimierte Tourdaten fürs E-Bike. Keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber wir drücken mal auf alles klar. Ja, alles klar. Ändert sich genau gar nichts. Aber wir hätten auch irgendwo Rennrad. Ah, guck mal, wenn ich jetzt hier umschwitche vom Mountainbike, E-Bike, aufs Rennrad, dann komme ich auf 1 Stunde 6 und wenn ich auf E-Bike klicke, 1 Stunde 2. Was habe ich hier noch? Jetzt sind wir mal rein logisch, ne? Mit dem Rennrad bist du schneller als mit dem E-Bike. Aber es ist E-Rennrad. Also Rennrad als E. 4 okay. Minuten. Jetzt habe ich noch ein Gravelbike, das kann ich auch als E. Da brauche ich interessanterweise 1 Stunde 30. Das macht jetzt nicht so viel Sinn. Gehe ich wieder zurück aufs Rennrad. Das war die schnellste Variante. Kann das sein, dass es eine Straße ist, oder? So, also 1 Stunde 2. Fitnesslevel gut in Form. Durchschnittlich. Da brauche ich schon 1 Stunde 12. Okay. Also ist echt cool gemacht, finde ich. Wir haben leichte E-Bike-Tour für alle Fitnesslevel, überwiegend eine gute Straßenbelege, einfach zu fahren. Wir haben 14,6 Kilometer Fahrradweg, 3,5 Kilometer Nebenstraße, 7,2 Kilometer Straße und 676 Meter Bundesstraße. Aber keine Autobahn. Bundesstraße ist genauso. Aber wir können mal gucken, wenn ich jetzt hier umschalte auf Gravel, nochmal. Auf Gravel. Dann habe ich mehr Fahrradweg, weniger Straße. Also okay, es gibt also einen Unterschied, wenn ich Rennrad fahre, habe ich mehr Straße. Wenn ich Gravel mache, habe ich deutlich mehr. Deutlich mehr Fahrradweg, aber mehr Asphalt. Das macht keinen Sinn. Check ich es gerade nicht, oder? Rennrad. Asphalt, doch 23,8 Kilometer Asphalt bei nur Rennrad. Also er versucht sozusagen nur Asphalt zu fahren. Straßenbelag zu fahren, wenn ich Rennrad fahre. Macht auch Sinn, also wenn ich jetzt das Ziel habe, schnell zu fahren, dann macht es ja Sinn, eher weniger Untergrund zu haben. Also, wenn es gut läuft, bei Fitnesslevel durchschnittlich, komme ich auf 1 Stunde 12. Wenn ich jetzt Fitnesslevel gut in Form habe, dann brauche ich nur 1 Stunde 2. Schau, ob ich noch mehr hinbekomme. Sehr sportlich, Profi, dann brauche ich nur 40 Minuten. Geil! Vielleicht wäre ja das Ziel 40 Minuten. Gucken wir mal, was ist denn das untrainiert? Da brauche ich 1 Stunde 24. Okay. Das ist jetzt ein Benchmark, wo wir starten können, wie lange ich am ersten Mal gebraucht habe. Ja, das probieren wir aus. Dann gucken wir mal auf Strava. Ich glaube, dass wir bei Strava nicht navigieren können. Ah, ich kann hier Touren fahren, so ein bisschen wie Komoot. Aber ich kann keine. Ah, doch hier vielleicht. Erstelle deine eigene Routen. Tippe plus. Routenerstellung Beta-Version nach einem Ort suchen. Eulching. Oh, nee, so kann ich. Ne, das ist eine komische Route. Nein, das macht nichts, macht keinen Sinn. Warte, rückgängig machen. Ah, ich muss also selber navigieren. Das macht keinen Sinn. Also ihr könnt dann sozusagen mir nachfahren, weil ich werde das hier starten und ich heiße Markus Unger. Auf Strava. Ja, ich habe schon acht Abonnenten. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Ich habe das auch nicht genutzt. Aber ihr seht dann sozusagen, ob ich nur Schmarrn erzähle oder ob ich das wirklich mache. Gucken wir mal, ob ich Markus Unger finde, der dann für mich fährt. So, dann haben wir noch bis Nüren und Kobi und Kiox und so noch zur Auswahl. Aber das werden wir einfach dann am Rad testen. Also wenn wir sozusagen dann das Rad haben mit diesen Geräten, dann werden wir schauen, was schlägt denn das Bosch oder das, also ist alles Bosch hier vor. Und wir haben aber auch noch beim Simplon das Emotion-Produkt verbaut. Die hat auch eine eigene Navigation und dann werden wir auch gucken, was sozusagen dort passiert. Ja? Also, wie gesagt, schreibt gerne euer Feedback, eure Erfahrungen in die Kommentare. Schickt uns eine Mail an youtube@fitbikes.de. Folgt uns auf Instagram, folgt mir auf Strava, auf meinem Höllenritt. Ja? Wer jetzt übrigens das neue Nüren 2 nachrüsten möchte oder das Bosch Kiox oder ein Smartphone hat, kann gerne bei uns im Onlineshop vorbeischauen. Da haben wir das Produkt mittlerweile wieder online. War eine Zeit lang echt schwierig zu bekommen, aber jetzt ohne Probleme machbar. Idealer Zeitpunkt jetzt in der Nebensaison das noch zu machen, bevor es wieder richtig losgeht. Also von daher sehen wir uns im Shop. Vielleicht werde ich zukünftig auch nur noch in der Halle arbeiten. Das sind 500 Meter.
Ja, dann spare ich mir den ganzen Ding hier, ne, weil ich kann ja sagen, ich muss in der Halle arbeiten.